Völler war unschuldig. So lief es in der 23. Spielminute im Meazza-Stadion im Spiel gegen die Niederlande. Rudi Völler, angegriffen von Rijkaard, Foul von Rijkaard. Er hatte nicht den Ball, sondern Rudi Völler erwischt. Reaktion des Schiedsrichters. Klare Sache, gelbe Karte, Verwarnung an Rijkaard. Und Rijkaard kam dann gleich nochmal an Völler heran, diesmal von hinten. Er spuckte. Und Völler reagierte in dieser hektischen, geladenen Anfangsphase des Spiels entsprechend. Ob italienisch oder deutsch, ich weiß es nicht. Der Schiedsrichter sah nur die Aktion von Rudi Völler, wusste nicht warum, und er reagierte wieder. Er verwarnte Rudi Völler. Er wusste nicht, warum Völler so empört gewesen war. Dann der Freistoß. Andreas Brehme. Und Völler bemüht Torwart van Breukelen nicht zu berühren. Aber diese Hektik und welche Überreaktion wieder von Rijkaard. Er zieht, wie deutlich zu sehen ist, am Ohr. Und ein besonnener Mann. Er will Völler wegdrängen, der getreten worden ist, vermutlich zu Boden geht. Und dann Feldverweis gegen beide. Warum auch gegen Rudi Völler, das bleibt das Geheimnis des Schiedsrichters. Und dann nochmal Rijkaard, das spuckende Lama.